Es gibt hierzulande eine starke Bewegung gegen Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA und das aus gutem Grund, denn solche Abkommen sind ein Angriff auf die Demokratie und auf soziale und ökologische Standards. Nun ist hat sich Sigmar Gabriel kritisch zu TTIP geäußert. Das könnte man werten als einen ersten Schritt auf dieses progressive Lager, auf diese progressive Bewegung hin. Wenn es aber mehr als ein rein rhetorischer Schwenk sein soll, dann muss auf die Kritik an TTIP auch ein klares Nein zu CETA folgen. Denn trotz kleiner Unterschiede zwischen beiden Abkommen kann man, denke ich, klar sagen, CETA ist TTIP durch die Hintertür, denn viele US-amerikanische Konzerne haben Tochterfirmen in Kanada und könnten dann einfach entsprechend die Möglichkeiten, die Konzerne als Klagerechte haben, auch über CETA nutzen. Also an die Adresse von Sigmar Gabriel möchte ich ganz klar sagen, wenn die Kritik an TTIP mehr ist als ein rein rhetorischer Schwenk, dann muss darauf ein klares Nein zu CETA folgen. Progressive Mehrheiten verlangen mutige Schritte. Und wenn die SPD nun nicht nur zu TTIP, sondern auch zu CETA Nein sagt, dann wäre das ein erstes Signal für einen möglichen linken Politikwechsel. Wenn es aber allein bei der rhetorischen Kritik an TTIP bleibt und stattdessen die SPD CETA mit durchboxen wird, dann kann ich nur sagen, der SPD wäre gut beraten, sich nicht von diesem vermeintlichen rhetorischen Linksschwenk irgendwie einlullen zu lassen. Ganz generell gilt, von Freihandelsabkommen sind alle betroffen, deswegen sollten sie nicht nur allein eine Angelegenheit von kleinen Parteikonvents sein, sondern da alle betroffen sind, ist das ein klassisches Thema, wo endlich mal ein Volksentscheid ansteht. Am Donnerstag ist der Antikriegstag und ich meine, der erste Schritt in Richtung einer friedlicheren Welt beginnt damit, das Falsche zu unterlassen. Die Liste der kriegerischen Auseinandersetzung weltweit ist lang. Es gibt über 400 solcher bewaffneten Konflikte und wir wissen, dass Krieg die Fluchtursache Nummer eins ist. Und kriegerische Auseinandersetzungen werden immer wieder angeheizt durch Waffen, die dort zum Einsatz kommen. Das heißt, die Bekämpfung von Fluchtursachen müsste damit beginnen, dass man einen Stopp für alle Rüstungsexporte verhängt und dazu auch zu einem multilateralen Abkommen sich verständigt. Frau Merkels "Wir schaffen das" müsste also auch heißen "Wir lassen das", und zu unterlassen sind unter anderem Rüstungsexporte und die Beteiligung an Kriegsabenteuern. Also auch angesichts dieses Tages, aber auch aufgrund von tragischer Entwicklung, möchte ich was zur Situation in Syrien sagen. An Syrien ist zu sehen, wie verschiedene Mächte ihre ganz eigenen Interessen verfolgen und das auf dem Rücken der Zivilbevölkerung, auf dem Rücken von Männern, Frauen und Kindern. Das russische Bombardement trifft eben auch Zivilbevölkerung, nicht nur in Aleppo. Und die USA duldet ganz offensichtlich einen Krieg Erdogans gegenüber der kurdischen Bevölkerung in Syrien. Die USA opfern also offensichtlich die kurdische Bevölkerung für Erdogans Expansionspläne. Mit deutschen Leopardpanzern und mit islamistischen Milizen, die er unter Vertrag hat, führt Erdogan jetzt in Syrien einen Krieg gegen die kurdischen Teile und ausgerechnet jene, die erfolgreich dem IS die Stirn geboten haben. Es ist also vollkommen klar, bei Erdogans Aufmarsch in Syrien geht es überhaupt nicht um den Kampf gegen den Terror, sondern es geht lediglich darum, ein autonomes kurdisches Gebiet in Syrien zu verhindern. Was die Menschen in Syrien jetzt zuallererst brauchen, ist eine Waffenruhe. Und damit diejenigen, die sozusagen dort für eine positive Entwicklung hinwirken können, wieder zusammen an den Verhandlungstisch kommen. Und der klare Appell für eine Waffenruhe geht in Richtung aller Mächte, Russland, USA, Türkei und aller anderen Beteiligten. Zu den Debatten über mögliche Steuersenkungen. Steuersenkung, das klingt ja erstmal sehr sympathisch. Jeder, der Steuern zahlt, hofft, dass er dann davon auch am Ende des Monats mehr an seinem Portemonnaie hat. Doch die Frage ist doch immer, wer profitiert am Ende in absoluten Zahlen wirklich von Steuersenkung? Ist es die Krankenschwester, der Krankenpfleger, der Kindererzieher oder sind es eher Menschen mit einem Einkommen eines Bundestagsabgeordneten, die von einer prozentualen Steuererhöhung besonders profitieren? Deswegen empfehlen wir, sehr genau hinzuschauen, wer am Ende von sogenannten Steuersenkungsplänen profitiert. Das Gebot der Stunde lautet nämlich zuallererst Steuergerechtigkeit. Und zur Steuergerechtigkeit gehört,
dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen entlastet werden. Und um das nachhaltig zu finanzieren, muss man ran an die Superreichen, muss den Spitzensteuersatz erhöhen. Dann kann man auch Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen besser entlasten. Und anstatt die voraussichtlich 18 Milliarden Steuermehreinnahmen nun zu verjubeln für Steuergeschenke, von denen vor allen Dingen Reiche profitieren, braucht die öffentliche Hand diese Gelder für wirklich wichtige Zukunftsaufgaben wie die Bekämpfung der Kinderarmut. Zum Beispiel müsste den Ländern unter die Arme gegriffen werden, um jedem Kind in Kitas und Schulen ein kostenfreies, warmes, gesundes Mittagessen zur Verfügung zu stellen und um den Einstieg in eine Kindergrundsicherung zu ermöglichen. Und zu diesem Thema, den Kampf gegen Kinderarmut, passt auch folgende Zahl, die meine Kollegin aus der Bundestagsfraktion jetzt auch nochmal öffentlich gemacht hat. Rund 3,4 Millionen Kinder in diesem Land leben in Haushalten und Familien, die sich nicht mal eine Woche Urlaub leisten können. Ich finde, diese traurige Zahl muss auch nochmal am Ende der Sommerurlaubssaison in Erinnerung gerufen werden. Und ich glaube, da kann man nicht einfach so weitermachen, sondern Sozial- und Familienpolitik ist hier gefragt, zu beraten, wie kann man wenigstens für alle Kinder eine Art Ferienfreizeit, Ferienlagern allen ermöglichen. Und zu diesen nicht erfreulichen Zahlen gehört auch, dass immer weniger Menschen Urlaubsgeld bekommen. Bloß noch 41% der Beschäftigten kommen in den Genuss von Urlaubsgeld. Wir meinen, das Recht auf Urlaub muss verteidigt werden. Dazu gehört erstens die klare Aufforderung, in Tarifverträgen Urlaubsgeld zu regeln. Und zweitens gehört dazu natürlich auch, dass Urlaub auch das Recht bedeutet, nicht erreichbar zu sein, damit man wirklich abschalten kann.